Donnerstagabend, 17.45 Uhr. Der Headcoach der Rostock Griffins, Dr. Christopher Kuhfeld, trifft auf dem Trainingsgelände in Warnemünde ein. Doch bevor es mit der Praxis losgeht, wird im Teammeeting an der Taktik gefeilt. Grundsätzlich haben wir diese Theorieeinheiten vor jeder Trainingseinheit und zumeist in der Saison ist es so, dass wir uns also taktisch auf den jeweiligen Gegner vorbereiten, die Stärken und Schwächen des Gegners besprechen, wie wir darauf reagieren werden und auch das Personal des Gegners besprechen. Das gehört zum Football ganz grundsätzlich dazu, zu den meisten Mannschaftssportarten auch. Und dauert immer eine halbe Stunde und dann gehen wir raus und versuchen genau das umzusetzen. Auch wenn man jahrelange Erfahrung damit hat, dieses System schon ewig spielt und auch sich vorbereitet hat, die Videos geguckt hat, die wir halt online gucken können mit den Verbesserungen, selbst dann sind immer noch Fragen vielleicht offen oder auch bestimmte Sachen im Zusammenspiel, die halt so wichtig sind, dass wir sie nochmal besprechen müssen. Dass halt wirklich im Football sagt man on the same page, also dass wirklich jeder das Gleiche macht. After the 30-yard-line, there's the second end zone. If we intercept the ball today or if we recover a fumble, this is live, we try to score. We try to score, okay? And they have the option to kick a field goal too. If field goal will be the only special team played today, and it will be done without a defense. So if the offense is in field goal range, then they can decide for the field goal. This is also because we have defensive player on the field goal protection team. This is why we do it without a defense. Danach geht es für die Spieler endlich nach draußen auf den Platz. Hier heißt es zuallererst aufwärmen. Auf dem Trainingsplan steht heute etwas ganz Besonderes. Wir haben heute unseren sogenannten Black Thursday. In den USA ist das so bekannt als das Black and White Game. Das heißt, wir werden heute also unter Spielbedingungen die Offense gegen die Defense spielen lassen. Und das macht man sonst im Training nicht so. Wir gehen also heute auch, es ist wirklich ein High-Contact-Training. Wir bringen heute den Gegner auch zu Boden und versuchen so die Basissysteme in Offense und Defense unter Wettkampfbedingungen zu testen. Also spätestens heute, spätestens jetzt bei dem kleinen Testspiel, was man so sagt, muss man 100% geben. Also ich sage mal so, natürlich wird die Defense keine tiefen Tackles oder sowas, natürlich nicht, also keine Verletzungsgefahr, aber wir geben 100%. Wir geben in der Offense 100%, wir versuchen zu punkten, dass wir der Defense zeigen können, ey Leute, aufpassen, wir sind heute das dominierende Team und die Defense versucht natürlich auch den Stempel aufzudrücken. Ne? Also heute ist 100%, heute gibt jeder alles. Mir kommt es besonders darauf an, dass ich sehe, dass die Spieler genau wissen, was sie zu tun haben, das heißt auf die taktische Disziplin und dass sie natürlich heute auch wirklich nochmal 5% drauflegen zu den sonstigen Trainingseinheiten. Also, dass ich heute noch eine besondere Intensität und eine besondere Geschwindigkeit habe auf dem Feld. Die Mannschaft ist hoch motiviert. Nach knapp 2 Stunden ist der erste Härtetest beendet. Das Fazit der Spieler lautet: Ich bin mit meiner heutigen Leistung und der des gesamten Teams zufrieden. Vor einigen Wochen mussten wir noch an vielen Sachen arbeiten, wir haben aber hart trainiert und uns sehr verbessert. Sehr zufrieden, es hat einen heiden Spaß gemacht. Ich bin froh, dass sich die ganze Vorbereitung, die harte Arbeit mal wieder gelohnt hat. Und ja, wir haben eine gute Teamleistung vollbracht. Also sehr zufrieden mit allen, in allen Positionen. Und wie zufrieden ist der Coach? Sehr zufrieden, speziell was die Offense angeht. Also wir haben heute in der Offense wirklich schon eine gute Geschwindigkeit vorgelegt, vor allem auch eine gute Execution. Viele Spieler gesehen, die heute wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert haben, gerade bei den Receivern, bei den Running Backs. Das hat mir sehr gut gefallen, auch unser Quarterback hat mir sehr gut gefallen. Und in der Defense habe ich auch viele positive Sachen gesehen. Wir haben jetzt, also für die ersten 3 Wochen haben wir jetzt eine Basis gelegt, aber wir haben auf jeden Fall, und das werden wir gerade in der Videoanalyse noch sehen, unheimlich viele Sachen, an denen wir noch arbeiten müssen. So Feinschliff, aber es haben sich heute beide Mannschaftsteile gut präsentiert und auch mit viel Charakter präsentiert und das hat mir gut gefallen. Das erste Testspiel der Rostocker findet am 25. März gegen die Hamburg Blue Devils statt. Die Saison startet dann am 28. April mit einem Heimspiel gegen die Elmshorn Fighting Pirates.